Irgendein Wort gesagt von den Tomaten? Der etwas andere Talk, Tomatentalk. Herr Schaff, nein, es ist Das ist, lächerlich. das Ich ist, sehe gerade drei Stück nur draußen im Körbchen. das ist nur ein bisschen Spaß, Unterhaltung, die Aftershow-Party nach dem Passbildtermin bei Familie Böhm in Verbindung mit TVW Korn, der Multimedia-Service, der etwas andere Multimedia-Service. Und die Passbilder sind genial gut gelungen. Und Passbildservice für Senioren zu Hause wie für im Kindergarten, da werden sie nämlich auch mobil gemacht. Und am Telefon habe ich Felix, 8 Jahre, der etwas andere Kamerafan. Herr Felix, möchten Sie auch mal zu Familie Böhm nach Hause kommen? Naja, da ist auch noch eine Katze da. Oh wie, ja, stimmt. Das wird dann die Filmkatze. Ich soll fragen, ob die freundlich und nett ist. Die Katze oder Ja, ich? nee, die Katze. Meine Katze ist ja süß. Naja, sie geht fort und kommt wieder. Ach Und das so. ist schon plus für ihn, für die Katze. Das ist ein Plus für die Katze. Katzeninterview bei Böhms Home. Bei Böhms Home. So geht's. Er fragt, ob sie sehr nett ist oder freundlich oder lieb ist, die Katze. Ganz lieb. Sehr nett, ja. Nein, Nina, ist ganz lieb. Die ist ruhiger als George W. Böhm. Oh, wie, das stimmt. Das ist Wahrheit. Nee. Ich glaube, seine Mutter sagt gerade was anderes. Der etwas andere George W. Böhm Talk. Er ist im Moment unterwegs, um Tomaten zu kaufen. Für mich, dass man abnehmen kann. Ja, Dankeschön. Ja, Genügend. ja. Der etwas andere TVW-Korn-Spaß. Hoffentlich macht man keine Grenzen, der bringt gar keine mit. Der bringt schon welche mit. Hoffen wir es. Hofft man. Und außerdem liegen, glaube ich, drei Stück noch im Körbchen. Wenn nur der Mann ist. Ja, möchten Sie sich noch bei dem Passbildfotografen von TVW Korn bedanken? Der ist wohl jetzt da. Nee, das ist der Felix, der am Apparat ist, aber auf dem Video, das ich ins Internet stelle, als Dankeschön für TVW Korn, können Sie sich auch noch bedanken. Ja, da bedanke ich mich auch ganz, ganz herzlich, weil alles so wunderbar geklappt hat. Naja, dafür stehe ich nicht nur wie Herr Hipp Kindernahrung für meinen Namen, sondern Mr. Win für gute Taten. Obwohl der Herr George W. Wie bitte was? Für Japan? Die brauchen viel Hilfe, das stimmt. Schauen wir mal. Wenn die großen Manager das verstehen, was ich mache, helfe ich gerne. Naja, zuerst brauche ich mal dreifach, vierfach, fünffach Schutzanzüge. Weil ich möchte wieder zurückkommen und möchte nicht so strahlen wie manche andere. Lieber strahle ich im Gesicht als mit dem ganzen Körper. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, stimmt. Die brauchen wahrscheinlich fünffach, sechsfach, siebenfach Schutzanzüge. Wer weiß, ob die Schutzanzüge schon getestet sind, dass sie diese hohe Strahlenbelastung aushalten. Und ja, das ist richtig. Jetzt einfach. Man muss
sozial denken und drüber nachdenken. Unter anderem, was kann man präventiv tun? Weil heute hat mir ein Manager gesagt, ein Manager, den ich kennengelernt habe beim G8-Gipfel, und der hat dann gesagt, naja, man hätte ja was für erneuerbare Energien investieren können, dann wäre man nicht zu weit weg, jetzt umzusteigen auf erneuerbare Energien. Aber immer dann erst, wenn es brennt, denkt man nach und nicht vorher. Felix hat es ja schon mit 8 Jahren erkannt, vielleicht schafft er auch eine bessere Welt, so wie ich eben denke mit dem Fahrrad von Gala zu Gala für mehr Humanität. Und jetzt kann man feststellen, dass unter anderem auch diese Gifte, die Gendefekt-Fehler, also die behinderten Kinder oder Gendefekte, die da produziert werden durch diese Naturgifte oder durch diese Fehlbildungen, dass die unter anderem auch durch solche Schäden hervorgerufen werden können. Geht, mach die Haustür zu. Get you.